über 60 Minuten haben wir bei THC Thüringen gesehen. Wir haben das auch auswärts Dortmund gegen Oldenburg gesehen, dass man sollte 100% sein. Und erste Halbzeit war eigentlich so als erwartet ganz eng, und da hat beide Mannschaften, denke ich, gut gespielt. Gute Stimmung in die Halle, das war auch Werbung. Also was kann man erwarten nach 6 Wochen ungefähr als Gefühl ohne Handball? Dann 2 Tage vom Spiel können wir ein bisschen trainieren und dann geht's los. Was kann man erwarten? Ich bin ganz stolz auf erste Halbzeit. Wir haben sehr, sehr gut angefangen, zweite Halbzeit. Das war vielleicht nicht so gut. Am Ende auf jeden Fall haben wir verloren, und ich muss sagen, viel Lob an Mannschaft. Lecik hat gut gemacht. Ich habe ein Gefühl, dass wir haben eigentlich gute Sachen gemacht, aber immer am Ende hat Oldenburg die entscheidenden Sachen erreicht. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie oft Arm oben war und dann am Ende hat Oldenburg Tor gemacht. Das war Wahnsinn, aber super gemacht. Ich muss Inga Schmidt, ich muss Antje Geschke und diesen Angriffsspielerinnen sozusagen loben. Und klar, Meier hat auch sehr, sehr gut gemacht heute. Das war nicht für uns eine Überraschung überhaupt, aber das ist stark gemacht, weil wenn Gegner weiß genau, was kommt, und dann hat Oldenburg das so scharf gemacht. So viel Lob an Oldenburg. Ich bin klar nicht zufrieden, weil wir haben ein Ziel dieses Jahr, ist alle Spiele zu gewinnen. Aber wenn ich Spielverlauf sehe und so, dann kann ich nur Oldenburg gratulieren und sagen, wir waren nicht gut genug heute. Ja, vielen Dank für das Statement. Lecik, dein Fazit? Ja, ich habe auch erwartet, dass wir ein sehr ausgeglichenes Spiel hier spielen. Sicherlich haben wir aufgetreten nicht als Favorit, obwohl man vielleicht zu Hause diese Rolle übernehmen sollte. Allerdings unsere gesundheitliche Probleme und gleichzeitig wirklich tolle Kader, die Martin zur Verfügung hat. Ich glaube, diese Vernunft hat uns deutlich gezeigt, dass man mit dieser Mannschaft nicht unbedingt auch zu Hause gewinnen muss. Aber wir haben wirklich sehr ausgeglichene 30 Minuten gespielt. Ich habe nach der Halbzeit gesagt, dass die Mädels eigentlich genug Beweise haben, dass die, wenn wir ein paar Sachen korrigieren, können wir heute Bietigheim schlagen. Und ich habe appelliert, dass wir mehr Disziplin zeigen, weil phasenweise in der ersten Halbzeit vor allem haben wir viele Einzelaktionen gemacht. Wir waren phasenweise durch gute Abwehrleistung von Bietigheim ratlos, und dann haben wir sofort Verantwortung übernommen mit Würfen, die eigentlich nicht vorbereitet waren. Unser Ziel war, die Angriffe ein bisschen länger zu spielen. Deswegen sind wir eben auf diese Hand- oder Zeitspiel oft gekommen, aber wir haben eine Inga, die in dieser Phase einfach Richtung Tor wirft und macht das effektiv. Martin hat Angie gelobt, Annika und Inga. Ich würde auch Kelly natürlich für ihre Abwehrleistung loben, das ist eine fantastische Spielerin. Ich glaube, Kim Birke hat wieder bewiesen, dass sie meiner Meinung nach die beste Außenspielerin in Deutschland auf Linksaußen ist. Wir haben zwar weniger Alternativen heute gehabt, aber damit müssen wir leben. Ich hoffe, dass die Mädels, die heute gespielt haben, weiter gesund bleiben. Diese Belastung ist momentan sehr groß, und da beneide ich ein wenig Martin, weil er tatsächlich mehr zur Verfügung hat als wir. Aber heute hat das sehr gut alles funktioniert. Gibt es Fragen von den Medienvertretern? Ich hätte noch eine Frage an Sie. Hat die WM eine Rolle gespielt? Also Sie haben relativ viele Nationalspielerinnen in Ihrem Kader. Waren die doch etwas müde? Das ist eine gute Frage, aber das kann man als Trainer immer sagen. Man kann auch sagen, wir haben mehr Leute als Oldenburg und bla bla bla. Aber das geht um, wer am Spielfeld steht. Und wie Lessig sagt, also am zweiten Halbzeit hat Oldenburg länger gespielt in Angriff. Und das hat einfach geklappt. Dann ist das egal, wie viele Leute wir haben, weil Spielverlauf zweite Halbzeit war nicht mit Tempo gegen Stoß so viel. Deswegen sage ich nee. Also unser WM-Leute hat eigentlich okay. Klar, ich denke mehr, dass ein Zesvester in Tor war, klar, hier gegen alle Vereine ein bisschen nervös, das sieht man. Und mit dieser Nervosität soll man umgehen, und das braucht eine tolle Torfrau wie sie. Aber Erfahrung ist da viel für Tess heute, und ich wette, über mehrere Jahre, dann wird sie
überragend, auch mit dieser Universität. Also eigentlich war diese Phase, wo das schlecht für uns geht, nicht die WM-Spielerin, das war ein Mau Wieser, der hatte 5 sehr, sehr schlechte Minuten gehabt mit Checking-Fehler und dann ist Oldenburg gelaufen und da waren wir eigentlich Gänge und hat auch gut Angriff gespielt. Das ist, nee, ich denke mehr, die für uns ist diese 6 Wochen sehr lang und man kann sagen, wir könnten, 24. und 25. könnten wir Trainingsspiele machen, aber das haben wir nicht gemacht, weil ich denke auch, die Spielerinnen sollen ein bisschen Weihnachten feiern und ja, dann hat man wenig Zeit für solche Spiele. Aber dasselbe für Gegner, aber Gegner hat vielleicht ein bisschen mehrere Spielerinnen zu Hause. Das stimmt. Leszek, eine Frage noch vielleicht an dich. Du hast Kellys Abwehrsleistung angesprochen, aber bist du noch ein Wort zu ihrer Leistung im Angriff? Ja, also Kelly ist bekannt als eine der besten Abwehrspielerin, obwohl sie gerade 20 Jahre jung ist. Und da für diese Position und vor allem sich Abwehrchefin zu nennen, braucht man auch Erfahrung. Genauso wie für eine Torfrau, also Tess mit 22, das war eine gute Lehre für Tess. Alle haben Tess gelobt, sicherlich hat sie sich unter Druck gesetzt, aber Torleute müssen auch mit diesem Druck umgehen. Und das bedeutet, wir haben mit zwei, gerade mit Kelly und mit Tess, vielleicht mit sehr talentierten Spielerinnen zu tun, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklungen sind. Wenn um Kelly geht, ich habe oft gesagt, dass ich möchte, dass Kelly nicht nur geschätzt wird als Abwehrspielerin. Das ist kein Geheimnis, dass Spielerinnen Spaß haben, wenn sie Tore werfen. Und eine Kelly muss auch Spaß haben, eben für gelungene Angriffaktionen. Heute hat sie, weiß ich nicht genau wie viel, aber immerhin hat sie eine sehr wichtige Rolle auch in Angriff gespielt und das wird immer besser. Bei WM hat sie nur Abwehr gespielt und ich möchte wirklich, dass sie zukünftig auch mehr Verantwortung übernimmt, aber dafür brauchen wir Zeit. Sie hat genug Potenzial und ich glaube, wir werden das ja schon bekommen. Ja. Wenn man mit 6 Toren gegen solch eine gute Mannschaft gewinnt, ist das nur ein Kompliment an den Trainer. Deswegen meine Frage an den gegnerischen Trainer. Der VfL hat gerade in der Anfangszeit der ersten Halbzeit, sowohl auch, und das hatten Sie selber gesagt, in der zweiten Halbzeit ihre Mannschaft gut begonnen, aber es wurden viele individuelle Fehler gemacht. Warum hat Ihre Mannschaft das nicht ausgenutzt? Also du meinst, dass Oldenburg hat viele technische Fehler gemacht? Ja, viele Fehler, nervöse Fehler. Ja, also ich denke allgemein, erste und zweite Halbzeit war von beider Seite viele nervöse Fehler. Also das gibt auch gute Torfrauen ab und zu. Und ich muss sagen, dass Torfrauen Oldenburg heute hat besser Niveau gezeigt als in unserer Cast. Also das war deutlich. Also ich bekomme auch Spielerinnen zurück vom WM, hat nur in Abwehr gestanden und dann sollte man jetzt Tor in Angriff machen und da haben wir gesehen bei Dara, erste 2 versucht, das hat nicht gelungen, aber dann war sie ins Spiel reingegangen und hat Tor gemacht, aber das ist Handball, also wir sehen, also dieses Jahr muss ich sagen, also wir sehen das beste Niveau in der deutschen Liga, was ich erinnern und ich war auch vorher dabei, aber und hat die deutsche Liga angeschaut, also das gibt so viele gute Mannschaften. Und alle Mannschaften in Top 7 kann einen anderen kaputt machen. Und das ist mit 6 Tor, das ist mit 1 Tor. Aber das ist egal für mich. Für mich geht es um Gewinnen. Das geht auch um Gewinnen für Legit. Ob das mit 10 oder 1 Tor, das ist egal. Klar wollten wir gern gute Handball zeigen, ohne technische Fehler. Aber wenn man hat Handball gespielt und weiß, man hat kein Spiel gemacht in 6 Wochen, dann, und man hat 2 Trainingseinheiten gehabt, dann ist es schwer, ohne technische Fehler etwas zu machen. Und das habe ich gewusst am Anfang, aber das hat mein Kollege auch gewusst am Anfang. Das wird ein Spiel mit technischen Fehlern. Aber deutlich hat Oldenburg gewonnen und wie gesagt, das war so ein Spiel. Ja, vielen Dank für die Antwort. Leszek, vielleicht nochmal Ausblick aufs nächste Spiel, der nächste Gegner, Rosengarten-Buchholz. Ich meine, ja, zuerst auswärts, aber es ist nicht sein Spiel. Entschuldigung. Dann erstmal in Wildungen. Was ist da
Naja, das wäre wieder falsch, wenn man heute durch diesen Sieg gegen ein großartiges Team aus Bietigheim sagt, okay, nächster Gegner ist einfach zu schlagen. Wir haben genug Probleme, das weiß jeder. Deswegen müssen wir uns immer neu konzentrieren. In Deutschland, was wir oft gesehen haben, jede Mannschaft zu Hause sehr stark ist. Auch Bad Wildungen hat lange Zeit ganz oben mitgemischt. Das bedeutet, ja, die Kräfte neu zu sammeln und schon, wir treffen uns morgen um 10 schon und trainieren. Auch am 1. Januar müssen wir trainieren, weil wir am 2. Januar Spiel haben. Und dann natürlich gegen Rosengarten wieder gilt die Konzentration auf nächste Gegner und das Arbeiten. Also so arbeiten wir. Wir versuchen von Spieltag zu denken und alles so planen, dass man natürlich, ja, unsere Erwartungen sind, dass wir optimal vorbereitet sind, wobei ich betone wieder, ich weiß es nicht, was passiert in 2, 3, 4 Tagen. Ich habe wirklich jetzt, Martin hat vielleicht ein bisschen wenig trainiert, weil er viele Spielerinnen in Dänemark hatte. Wir haben vielleicht mehr trainiert, aber wir haben mit 9 Leuten trainiert oder mit 8. Und jeder, der ein wenig von diesem Trainingsprozess versteht, weiß, dass man braucht, wie der Boxer kann nicht immer mit Schatten, nur Schattenboxen machen, sondern man braucht wahre Sparringpartner. Und man braucht auch im Training eine Formation, die hilft, einfach sich zu verbessern oder bestimmte Sachen zu üben. Ich habe nur 3 Rückraumspielerinnen zur Verfügung. Also wenn ich die 3 Rückraumspielerinnen zusammenstelle, dann gegen meine 3 verteidigen entweder Außenspielerinnen oder holen wir ein paar junge Damen von B- oder A-Jugend. Sogar Wiebke hilft uns noch und trainiert ab und zu. Deswegen, unsere Arbeit ist sicherlich nicht optimal. Aber ist es so, wir haben vielleicht ein bisschen wenig Geld zur Verfügung und müssen damit vernünftig umgehen. Heutzutage stehen sowieso keine freien Spielerinnen, die uns helfen können, oder viele freie Spielerinnen, die uns helfen können, also einfach zur Verfügung. Das ist brutal, aber da braucht man auch Geld. Insofern müssen wir ungeduldig warten auf unsere Verletzten. Das wird sicherlich ein paar Wochen dauern. Ich bin froh, dass wir heute trotz aller Schwierigkeiten gegen wirklich betonen, dass das ist eine super Mannschaft, die Martin zur Verfügung hat. Das ist wirklich eine tolle Mannschaft mit vielen Alternativen. Und da bin ich unwahrscheinlich stolz, dass uns heute gelungen ist, deutlich zu gewinnen. Wobei diese 6 Tore, glaube ich, ja, 6 Tore Unterschied vielleicht ist zu groß. Also zum Schluss haben die Mädels 2, 3 glückliche Aktionen von uns abgeschlossen. Die Mädels von Bietigheim haben vielleicht unnötig ein oder andere Ball verloren. Insofern dieses Ergebnis ist meiner Meinung nach zu groß aufgefallen. Aber ich bin froh und sehr, sehr stolz auf unsere Auftritte. Ja, hier noch eine Frage. Ich hätte noch mal die Frage, wann ist Julia Winschel dann wieder fit? Kann man das schon absehen? Da, der liebe Arzt, ich bin verantwortlich für die Probleme, die sie hat, er für die andere Seite. Das dauert noch sicherlich ein paar Wochen, oder? Schwierig ist das zu beschreiben. Sie hat jetzt eine neue Schiene bekommen, also das ist ein bisschen kompliziert alles und wird sicherlich noch ein paar Wochen dauern. Vielleicht schaffen wir, dass sie nach Bietigheim kommt, wenn wir das zweite Mal gegen unsere Gäste spielen. Da wird schon Julia an Bord. Wir hoffen. Ja, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich bei den beiden Trainern für die Statements und die Antworten. Ihnen eine gute Heimreise und Ihrem Team und Leszek dir auch. Guten Abend noch. Danke.